Ich habe auf meinem Spaziergang eine schreckliche Entdeckung gemacht. In diesem Video sprechen wir über 11 Gartenpflanzen, die die Natur zerstören. Und zwar geht es um invasive Pflanzenarten. Da habe ich dir eine Definition rausgesucht und ich habe mich jetzt dieses Mal wirklich schön auf Deutschland spezialisiert und eine für Deutschland spezifische Definition ausgesucht. Und es geht wirklich hier um das Wort invasive. Also es geht um invasive Pflanzenarten. In diesem Zusammenhang redet man von Neophyten. Neophyten bedeutet, dass es fremdländisch eingeführte Pflanzen sind und die aber nicht nur, da gibt es ja ganz viele, die sind auch völlig in Ordnung, die nutze ich auch in meinem Blumenbeet. Es geht halt wirklich auch um das Thema Invasivität. Also es sind Pflanzen, die zum Nachteil der einheimischen Artenvielfalt sich ausbreitet. Und bei Invasivität spricht man wirklich von einer starken Ausweitung und die Schäden, die auch davon passieren in den Landschaften. Also es können Pflanzen, die sind teilweise im 20. Jahrhundert oder im 19. Jahrhundert eingeführt worden. Teilweise waren die auch richtig populär. Und das hat dann zu großen Schäden geführt in Landschaften, die vielleicht schon hunderte, wenn nicht tausende Jahre alt sind. Und dann wird das Ökosystem nicht mehr so kontakt. Und das führt auch dazu, dass wirklich bundesweit bzw. schweizweit, ich bin Schweizerin, aber ich habe eben mich auch auf deutsche Quellen fokussiert, um nicht nur ein Schweizer Video zu machen, da ich viele deutsche Zuschauer habe. Genau, also es geht darum, dass die invasiv sind, diese Neophyten. Und ich werde dir jetzt einfach zeigen, welche 11 wirklich ganz stark und schlimm meiner Meinung nach sind, damit ihr, wenn ihr Pflanzen einkauft, teilweise sind wir auch Gartenreisefans und holen Pflanzen halt zu uns rein. Und da muss man einfach ein bisschen Wissen haben, um da nicht Schaden zu verursachen. Hallo, ich bin die Iris, Landschaftsarchitektin und Autorin des Blumenbeetebuchs. Also einer, der ist ganz bekannt, ist die Harekles-Staude, also Heraclum mantegatianum. Die kommt aus dem Kaukasus, die wurde erst 1982 eingeführt und die kann sich wirklich explosionsartig versamen, weil die Pflanze bis zu 10.000 Samen hervorbringt. Und diese Art verdrängt einheimische Arten, ist erosionsfördernd und deshalb ist sie bekannt geworden. Sie löst phototoxische Allergien aus. Sprich, wenn die Sonne auf die Pflanze scheint und man sie dann rausjätet oder reißt, dann kriegt man so krasse Blasen an den Händen und so ist diese Pflanze auch sehr bekannt geworden. Phototoxisch, das ist jetzt diese Pflanze, gibt auch andere Pflanzen, habe ich auch Erfahrungen im Sussex Prairie Garden damit gemacht. Gibt auch schlimme Geschichten von irgendwelchen Schnupperstudenten, die irgendwo mal eine Pflanzung von einem Landschaftsarchitekt durchgejätet haben und da diese phototoxische Sache entstanden ist. Ist schlimm, ist jetzt nicht Thema, aber deshalb ist diese Staude auch so bekannt geworden, also die Herakles-Staude. Es gibt natürlich auch Alternativen. Und zwar könnte man den Wiesenbärenklau verwenden. Der ist ganz harmlos und einheimisch. Der heißt Heraclum sphondalium. Oder die Waldengelwurz, wenn man sie eher schattig hat. Angelica sylvestris. Und die haben auch diese schöne Doldenblüte. Aber werden nicht so hoch und sind nicht invasiv. Gut. Eines, was bei mir vor der Haustür ganz schlimm ist und auch Schäden verursacht, ist dieses drüsige Spinnkraut, Impatiens glandulifolia. Es kommt aus dem Himalaya-Gebirge, wurde erst 1982 eingeführt und wirklich hier ist eine Tragik im Schweizer Mittelland, im Habsburger Wald. Es kommt massenweise an Fließgewässern vor. Also wir haben hier einfach einen sehr lehmigen Boden und der Samen wird bis zu 7 Meter weit und 2 Meter hochgeschleudert. Also stellt euch mal vor, da kommt eine Pflanze und schafft sich über 7 Meter zu verbreiten. Dann kommt im nächsten Jahr eine neue Pflanze und die schafft sich wieder 7 Meter zu verbreiten. Also richtig krass. Und sie bildet diese flächendeckende Bestände in heimischen Wäldern und dann kommt halt nichts mehr Einheimisches.
Alternativen wäre das Waldspringkraut. Das habe ich auch immer als Kind gekannt und fand es immer so lustig zu drücken und dann ist es so aufgepoppt. Also drückt ja nicht an diesem drüsigen, pinken Kraut, weil dann springt es wieder 7 Meter weit. Oder ich kenne vielleicht auch das fleißige Lieschen, das ist auch ein Impatiens. Oder hier diese Balsamine, Impatiens Balsamina. Also das könnt ihr als Alternative nutzen, auch ziemlich toll. Funktioniert genauso gut. Dann der Knöterich, der Staudenknöterich, der heißt Fallopia japonica, kommt aus Ostasien, ist 1825 geführt wurde, kann sich auch so explosionsartig verbreiten mit so langen Wurzelsprossen am Flachufen. Also der wird sich dann unterirdisch verbreiten, setzt das ja nie euren Garten, sonst habt ihr nachher nur noch einen Knöterichgarten. Und ja, auch die hat sich gegen die einheimische Flora durchgesetzt. Bei uns ist der Knöterich verboten. Ich gehe ganz schwer davon aus, dass es eine deutsche Quelle ist. In Deutschland auch. Also Knöterich springt davon, wenn ihr den seht. Nein, schon nicht so krass. Reißt ihn aus, wenn ihr den seht. Alternative, wenn ihr eben diese eher höheren, in schattigen Bereichen wollt. Die haben wir viel im Landschaftsarchitekturbüro genutzt, wo ich früher gearbeitet habe, ist die Waldgeißbart, Aruncus dioicus oder die Riesenampfer, Rumex hydrolapatum. Also viel besser als der Knöterich. Dann die kanadische Goldrute, Solidago canadensis, ist auch eine ziemlich tragische Pflanze, auch hier eine deutsche Quelle, hier in der Schweiz auch, gerade in Städten kann es sein, das Ganze, also auch hier im Habsburger Wald. Aber auch in Städten sind ganz so historische Anlagen, die früher mal schöne Staudenpflanzungen hat. Da wächst nur noch Solidago canadensis. Jetzt Leute, die Fans sind von Goldrutentee, das ist eine andere Pflanze, die zeige ich euch nachher als Alternative. Also schon Solidago, aber keine aus Kanada, sondern eine einheimische. Und setzt bitte darauf. Also Nordamerika, 19. Jahrhundert eingeführt wurden, macht unterirdische Ausläufer und Unmengen an Samen. Also er kann sich oberhalb und unterhalb ausbreiten, deshalb ist er invasiv, enormes Ausbreitungspotenzial und verdrängt auch gerade in Magerrasen unsere heimischen Pflanzen. Und ihr wisst ja, das kennen wir ja alle Gartenfreunde, dass Blumenwiesen sehr ökologisch sind und gerade in naturnahen Bereichen sind die sehr, sehr wichtig, auch gerne in euren Gärten. Aber gerade macht es keinen Sinn, dass ihr irgendwie Solidago pflanzt, das ist den kanadischen, und dann noch irgendwie eine Magerwiese habt, weil ihr sehr freundlich sein wollt. Dabei zerstört ihr halt die Magerwiesen im Außenraum, was halt nicht geil ist. Also die gewöhnliche Goldrute könnt ihr gerne verwenden und die ist auch die, die man in Tees findet, wenn man die in den Drogerien bestellt. Also gerne in die Nutzgärten, den Solidago, Virgaurea, also einfach die gewöhnliche Goldrute setzen. Oder auch, wer einfach auf diese super gelbe, schöne Blüte steht, kann auch mit Lysimachia vulgaris arbeiten. Also der Gilbweiderich hat auch diese schöne gelbe Blüte für Blumenbeete, wunderbar. Dann hat auch schon zu ganz vielen Diskussionen geführt, auch mit Kunden von uns. Ich habe es einfach aus dem Sortiment geschmissen. Sind jetzt nicht alle, finden es nicht alle so toll, aber warum nicht? Es gibt so viele schöne andere Pflanzen. Also die Lupine, Lupinus polyphyllus, die kommt aus Amerika, im 19. Jahrhundert eingeführt und ihre Fruchtbarkeit ist immens. Also es schaffen 60 Blüten zu machen und diese 60 Blüten schaffen es dann wieder 2000 Samenkörner zu produzieren. Also wir sind da im fünfstelligen Bereich, was eine Pflanze an Samen produzieren kann. Sie verbreitet sich auf Magerböden, weil hier zum Beispiel, ist ja sehr lehmig bei mir, da ist es nicht so ein Thema, aber schon nur, wenn man in die Berge bei uns geht, wird plötzlich die Lupine, nimmt sie Übermaß. Das sind in den Schweizer Bergen. Hier ist sie gar noch nicht mal so bekannt, aber wenn ihr zum Beispiel nach Island fliegt, dann habt ihr wirklich so Felder voll mit Lupinen. Richtig krass, sieht zwar mega schön aus, ist aber eigentlich mega schädlich. Auch in Schweden sieht man das und wir hatten das Thema auch in Neuseeland. Und in Neuseeland gab es noch eine gelbe Lupine und die gelbe haben die Neuseeländer richtig gehasst. Und die blaue war teilweise auch
Postkartenmotiv. Also ich kann das schon nachvollziehen, dass unsere Kunden Lupinen richtig cool finden. Ist aber ökologischer Schwachsinn, die zu pflanzen. Alternative wäre zum Beispiel dieser Incarnaclee Trifolium Incarnatum oder diese Luzerne Mediga Sativa. Also ihr habt da genügend Alternativen, die ihr pflanzen könnt. Dann auch ein Thema ist die Robinie, die ist auch hier im Habsburgerwald ein Riesenthema. Ich kann euch auch hier oben ein Video verlinken, wo ich durch den Wald gelaufen bin und ihr alle oder sehr viele Neophyten fandet, die fünf, die sich am meisten verbreitet haben. Jetzt kommt noch der Kirschlorbeer dazu. Also die Robinie ist Robinia pseudoacacia, Heimat Nordamerika, 19. Jahrhundert. Auch sie zieht Ausläufer. Und es ist halt so, dass die irgendwie so richtig artenreiche Trockenrasen besiedeln die und beschatten die. Und finito ist es mit diesen ganzen wichtigen Böden. Also der Boden kann chemisch verändert werden. Es kommt zu Überdüngungen von Magerstandorten. Und dann kann wichtige Blumenwiesen oder Trockenrasen gehen dann nicht mehr und sind verschwunden. Alternativen wären die Blumenesche, die sieht übrigens noch toller aus, hat auch dieses gefiederte Blatt, wunderschöne Blüten oder was gerne in den Städten verwendet wird, jetzt auch hier draußen, wo ich das Büro habe, ist die Gleditsche, Gleditsia triacanthos. Jetzt, deine Meinung ist extrem wichtig für mich, weil Neophyten, das Thema, also wir reden immer von invasiven Neophyten, also meine Blumenbeete bestehen jetzt nicht nur aus einheimischer Flora, das müsst ihr auch nicht machen. Es darf sehr artenreich sein, das darf auch mal was aus Amerika sein, was sich schon seit hunderten Jahren hier bewährt hat, kein Stress. Aber was haltet ihr zum Thema invasive Neophyten? Soll man die bekämpfen oder ist das zu übertrieben? Nutze gerne die Kommentare dafür. Dann die späte Traubenkirsche, ist das Gehölz Nummer 7, Prunus serotina, die kommt aus Nordamerika, 17. Jahrhundert eingeführt und die schafft es sehr stark zu wuchern und verdrängt die Kraut- und Strauchflora in unseren Laubwäldern. Genau, wir haben ja super schöne Wälder oder auch hier der Habsburger Wald, der gleich so 3 Schritte von mir entfernt ist. Da blüht jetzt wunderschön die Vogelkirsche Prunus avium oder ihr könnt auch Prunus padus verwenden oder die Felsenmispel Amelanchier ovalis. Es gibt ganz viele Alternativen, meiner Meinung nach auch noch viel schönere Alternativen mit Beeren, die man essen kann. Dann der Name verrät schon, der Wasserpest, also wenn er als Pest heißt im Volksmund, im Deutschen, dann hat er schon richtig viel Schaden angerichtet. Olodea nutali, Heimat Nordamerika, 17. Jahrhundert und hier auch wieder ein massives Ausbreiten, explosionsartiges Wachstum und es führt zu so Unterwasserwäldern, die nichts anderes mehr zulassen und das verdrängt natürlich die einheimischen Wasserpflanzen. Da lieber zu Alternativen greifen, wie das Tausendblatt, was ja sehr ähnlich aussieht, Myriophyllum verticillatum oder der kleine Wasserschlauch Urticularia minor. Also gibt ganz viele Alternativen, müsst ihr gar nicht kaufen, die invasiven Arten. Dann auch, der ist jetzt bei mir im Wald, habe ich 3 Standorte, habe ich ihn gesehen, wie er so abgeht von der Kirschlorbe. Teilweise war es nur ein einziger Strauch, den ich in der Nähe gesehen habe. Auch ja, nie Kirschlorbeer entsorgen, schwarz im Wald. Also so, für das gibt es Standorte, Deponien, das führt wirklich zu schlimmen Schäden. Prunus laurocerasus, der normale Kirschlorbeer, der aus Asien stammt, den ihr überall seht in den Gärten. 1580 eingeführt worden, also eigentlich noch im Mittelalter. Wächst sehr rasch und verträgt sowohl schattige als sonnige Standorte. Und der war mal richtig populär, teilweise ist immer noch sehr populär. Man hat jeder zweite Garten Kirschlorbeer hat, hat halt gefühlt auch jeder zweite Wald Kirschlorbeer. Und der fängt sich an, der kann halt richtig dicht werden und darunter wächst halt nichts mehr. Am Schluss hat man nur noch Kirschlorbeer im Wald und die Tiere haben nichts zu fressen.
Gut, Alternativen gibt es ganz viele, also gerade Heckepflanze ist ja Kirschlorbeer sehr bekannt. Es gibt den Liguster zum Beispiel, Ligustrum vulgare, also es wäre der einheimische. Dann habt ihr auch noch Blüten und Schmetterlinge im Garten. Ihr könnt auch auf den Bruder vom Liguster ausweichen, den ovalblättrigen Liguster, Ligustrum ovalifolium. Das ist jetzt kein einheimischer, der hat nochmal stärkere grüne Blätter. Den gibt es auch so ein bisschen gelb angehaucht, ist noch beliebt. Oder was jetzt auch total in ist, ist dieser portugiesische Kirschlorbeer. Prunus lusitanica, den dürft ihr auch verwenden. Und da gibt es eigentlich keine, gibt es nur Ausreden, wenn man unbedingt den asiatischen Kirschlorbeer im Garten haben will. Das macht keinen Sinn. Dann Sommerflieder, also das ist jetzt wieder ein richtiges Schweizer Thema, weil ich weiß, bei den Deutschen ist der super beliebt. Ich kann damit gar nichts anfangen. Buddleia Davidi kommt aus China, aus dem Tibet. 19. Jahrhundert eingeführt worden, der verwildert in der Natur und bildet dichte Bestände und verdrängt die lokale und einheimische Pflanzenart. Ja, die Leute haben es gern, weil er Schmetterlinge anzieht, aber die Raupen haben nichts zu fressen und verhungern und deshalb verdrängt er eher Schmetterlinge, als dass man am Schluss Schmetterlinge im Garten hat. Es gibt so viele Alternativen, zum Beispiel die Bartblume, die ist bei unserer Kundschaft sehr beliebt, oder ihr könnt auch die Rispenhortensie nehmen, Hydrangea paniculata. Da gibt es wohl auch Arten, die Insekten auch gerne haben. Dann den Götterbaum, Allianthus altissima, Heimat auch China, 18. Jahrhundert, ist jetzt auch ein riesen Schweizer Thema. Ich gehe gerne ins Tessin und wenn ich da irgendwie schöne Landschaften, irgendwie das Verchascatal oder so oder Marchatal anschauen gehe, kannst du im Bus sitzen und dann kannst du so dran an Wäldern vorbeifahren und da siehst du überall diesen Götterbaum, der sich halt ausgesät hat. Also für mich ein großes Thema, macht auch große Mengen an Samen, wächst extrem schnell, zerstört Lebensräume wie Trockenwiese, Wäldern und Auenlandschaften. Und jetzt gebe ich dir noch 5 Tipps, wenn du zum Beispiel hier noch Alternativen, auch wieder Blumenesche, die habe ich ja schon mal vorgestellt, Fraxinus ornus, super beliebt, könnt auch die Normalesche nehmen. Oder wenn ihr gerne noch Früchte wie Nüsse im Garten haben möchtet, könnt ihr auch auf einen normalen Walnussbaum ausweichen, Juglans regia. Jetzt, was tun bei Neophyten? Ich gebe dir gerne 5 Tipps. Es gibt Tipps, die werden euch mehr begeistern und solche weniger begeistern. Also ganz klar, ich finde, das ist wirklich ein Tipp, den müsst ihr beachten. Bitte macht keine Neupflanzungen mehr von diesen Pflanzen, von diesen 11, die ich euch gezeigt habe. Es ist einfach ein No-Go. Bitte, ich habe euch ganz viele Alternativen gezeigt. Kauft es einfach nicht. Dann könnt ihr natürlich auch die Pflanzen entfernen und durch einheimische Arten ersetzen oder Alternativen. Ich bin jetzt nicht die Schlimmste, die sagt, ihr müsst nur einheimische Naturgärten haben. Aber bitte habt Gärten, die auch in unserem Ökosystem, in unserem Land, das darf gerne Deutschland sein, funktionieren und nicht, dass man weiß, eigentlich hat sich meine Hecke schon lange im Wald versät und Hauptsache, ich habe es gut in dem Stil. Also, ihr könnt sie auch entfernen und durch einheimische Arten ersetzen. Gerade wenn ihr merkt, die Pflanze wird unkontrollierbar, bitte macht das dann. Wenn ihr das Gefühl habt, ja, es geht noch, ich habe jetzt eigentlich nur positive Erfahrungen mit der Pflanze gemacht, dann zum Beispiel bei Pflanzen, die sich versamen, schneidet da die Blütenstände ab, dass die sich nicht mehr versamen. Und entsorgt im Kehricht, ja nicht im Wald, ja nicht auf dem Kompost, weil dann kann sie sich ja weiter versamen, sondern wenn ihr unbedingt eure Pflanze haben wollt, dann entsorgt im Kehricht oder auf Deponien, die dafür gemacht sind. Nicht im Wald, bitte. Und nicht in der Natur oder im Garten eigentlich auch nicht, wenn es sich um eine invasive Pflanze handelt. Dann gibt es ja solche, die wachsen ja nicht nur über Samen, sondern die wachsen oberirdisch und unterirdisch. Ja klar, viele davon sind ja invasiv. Die müsst ihr auch das Schnittgut und die Wurzeln, gerade bei denen, die Ausläufe machen, im Kehricht entsorgen. Und wenn ihr wirklich Hilfe braucht, dann lasst die Pflanze professionell entfernen. Also teilweise
Das haben wir auch gerade bei Bambusarten oder bei so einem Knöterich. Da braucht es halt einfach einen Bagger, sonst kriegt ihr die nicht mehr los. Gerne kannst du hier noch das Video schauen, wo ich durch den Wald gelaufen bin und die ganzen Pflanzen aufgenommen habe. 5 invasive Neophyten.